Yo Leute, was geht ab? Mebersohn ist weg am Start mit einem neuen Video für euch. Und dieses Mal teste ich für euch alle Muni-Mods aus auf Stufe 5. Welcher lohnt sich am meisten? Welcher ist der beste? Und vielleicht gibt es da einen, der euch bei den Tarnungen hilft. Und das Ganze werdet ihr gleich in der Form vom Live-Gameplay sehen. Ich werde das live ausprobieren. Ich habe es jetzt eben erspielt und habe dann am Ende noch ein Fazit. Und wenn ihr neu auf dem Kanal seid und nichts mehr zu Cold War und Cold War Zombies verpassen wollt, dann lasst mir doch gerne ein Like und ein Abo da, das würde mich extrem freuen. Und jetzt geht's los mit dem Live-Gameplay. So, fangen wir an. Wir nehmen diesmal die Fahrer mit dem neuen Reactive-Skin. Das sieht auf jeden Fall ganz entspannt aus. Und wir gehen jetzt einfach mal hier auf die Maschine, versuchen hier schnell die Punkte zu sammeln. Und probieren dann direkt den ersten Mod. Und wir sehen uns, wenn das Setup dann fertig ist. In der Zwischenzeit werde ich jetzt mal ein paar Zombies abmetzeln. So, Waffe können wir punchen. Und dann nehmen wir Schmettern direkt. Kollege, lass uns in Ruhe. Holen uns noch Juggernaut durch das Dance Easter Egg. Oh, immer wieder nice. Ist übelst am Scheinen, ne? So, jetzt haben wir hier eine ordentliche Horde versammelt und probieren mal unseren Schmettermod aus. Hier ist es wichtig, dass ihr inmitten der Horde... Oh, ja, 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 schmeckt. Schmeckt auf jeden Fall. Hier muss man halt, bei dem Schmettermod ist das Besondere, ihr müsst genau mitten in die Horde schießen. Bei der toten Leitung zum Beispiel ist es ja so, dass es ja auch über größere Distanzen geht. Aber wenn ich jetzt hier zum Beispiel gleich nur den ersten anschieße... Das probieren wir gerade mal, wenn die so ein bisschen weiter auseinander sind. Natürlich habe ich jetzt noch nicht, hat sich noch nicht aufgeladen. Dann sind nur die vorderen, dann ist der Effekt nicht so gut. Wir können das gleich nochmal bei der nächsten Horde probieren. Aber grundsätzlich ist dieser Mod gar nicht so verkehrt. Vor allem, weil ihr diesen Soldaten, diesen riesigen Zombies bei Outbreak mega guten Schaden macht und... gepanzerten Zombies macht hier nochmal extra Schaden. Deswegen kann man den auf jeden Fall mitnehmen. Aber es ist jetzt auch nicht der beste Mod. So, jetzt haben wir wieder ein paar Zombies versammelt. Und jetzt will ich euch zeigen, was ich meine. Weil meistens schießt ihr ja von vorne auf den ersten. Und das ist ja mal extrem lächerlich gewesen. Da hätte tote Leitung alle weggeblastet. Deswegen probieren wir das Ganze nochmal. Wenn ihr euch jetzt hier in der Mitte einen aussucht, das ist echt low gewesen. Okay, vielleicht weil die Waffe noch nicht stark ist. Aber das ist ja echt low, was der hier gerade gemacht hat. War das überhaupt die Explosion? Anscheinend nicht. Ja, okay. Wenn die low sind, dann scheppert das auch schon ordentlich. Aber es macht halt nicht immer One-Hit. Das haben wir jetzt auch daraus gelernt. Es kommt dann halt auch drauf an, wie gut eure Waffe gelevelt ist, in welche Runde ihr seid. Aber im Vergleich zu Tote Leitung nicht so mega gut. Ja, wie ihr gesehen habt, als nächstes ist dann Napalm an der Reihe. Hier haben wir auch einen Effekt, der auf andere Zombies übergeht. Okay, jetzt haben wir natürlich einen Megatron. Das wird jetzt auch nochmal spaßig. Wenn ihr jetzt hier eine größere Horde habt. Der eine brennt. Nur der eine brennt irgendwie. Ist da wirklich nur einer, der gebrannt hat? Aber hier habt ihr diesen Brandeffekt. Ich glaube, nur wenn dieser Zombie stirbt, dann geht das über. Ja, okay, jetzt brennen die alle, aber irgendwie... Irgendwie ist das auch nicht das Wahre, oder? Ich weiß nicht, wie es aussieht, wenn die Waffe noch besser abgegradet ist. Deswegen gehen wir einfach mal runter und graden die Waffe ab und probieren mal, wie es dann aussieht. Probieren wir das Ganze mal, wenn die Waffe verbessert ist. Eben haben wir ja so gut wie gar keinen Schaden gemacht. So, jetzt haben wir auch wieder hier eine große Horde. Einen haben wir angezündet. Und wie sie sehen sie nichts. Also, okay, jetzt ist einer geplatzt.
Oh. Oh. Okay, die übertragen das, wenn die platzen. Übertragen die das. Aber wirklich gut ist dieser Mod jetzt nicht, würde ich sagen. Da bin ich echt enttäuscht. Also ich dachte, jetzt kommt mehr. Ich habe den auch irgendwie besser in Erinnerung. Aber das ist ja wirklich... Das ist ja wirklich grausam. Gehen wir mal zum nächsten über. Und zwar haben wir da tote Leitung. Und bei tote Leitung... Da sind wir wahrscheinlich... Da werden wir sehen, wie fucking overpowered das ist. So, wir haben jetzt tote Leitung und die Zombies gesammelt und jetzt werden wir einmal Spaß haben. Ah. Das ist so fucking OP. Ich meine, das haben wir jetzt schon tausendmal gesehen, aber um nochmal zu sehen, der Vergleich tote Leitung und Napalm, da muss ich ja nicht mehr wirklich viel zu sagen. Also... Das ist auf jeden Fall bis jetzt das Beste, was wir haben. Und machen wir dann auch direkt weiter mit unserem nächsten Mod. Und zwar, was steht als nächstes an? Kryo. Bei Kryo wissen wahrscheinlich die wenigsten, haben wir halt die Fähigkeit, wenn du den Zombie einmal anhittest, okay, der ist jetzt direkt vereist, aber wenn man normale Zombies hittet, dann werden die langsamer. Und das ist halt extrem... Gut, wenn ihr eure Tarnungen freischalten wollt, weil ihr könnt einen super easy Headshot machen und wenn der explodiert, wird der andere auch vereist. Vereisen sie es, Sir? Warum vereisen sie nicht? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, dieser Mod ist sowas von gut, wenn ihr eure Tarnungen freispielen wollt und euch noch die Headshots fehlen, aber die sind wahrscheinlich das, wo die meisten Leute am längsten dran sitzen. Deswegen würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, den Kryo-Mod dafür dann auszuwählen. Wenn ihr dann in eine hohe Runden kommen wollt, dann ist der Kryo-Mod nichts für euch. Das werdet ihr jetzt gleich auch sehen, wenn ich dann die nächsten Zombies gesammelt habe. So, da ist unsere Zombie-Horde und wir wollen erstmal diesen nervigen Hund killen. Aber wir haben natürlich keine Zweitwaffe. Gucken wir mal, was der Kryo-Mod kann. Okay, hier ist einer eingefroren. Und wenn wir den Eingefrorenen killen, dann sind... paar weitere eingefroren. Wenn wir die killen, passiert nichts. Irgendwie werden die auch nicht eingefroren. Also wirklich gut zum Train ist das Ganze nicht. Wie ich es euch schon vorher gezeigt habe, um Headshot zu machen, ist das sehr angenehm. Vor allem, wenn ihr mit den Snipern spielt, aber meistens, wenn ihr einen Schuss abgibt mit den Snipern, habt ihr den schon down. Aber viel mehr kann das jetzt auch nicht. Also, weiß nicht, ob der Vergleich mit tote Leitung immer ein bisschen doof ist, aber ihr seht ja, für Train ist das jetzt nicht wirklich besonders. Aber, wie gesagt, wenn ihr auf Tarnung gehen wollt, perfekt. Den würde ich euch dann auf jeden Fall empfehlen, weil mit tote Leitung, da zählen die Kills ja auch nicht für eure Waffe dazu. Deswegen würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, bei den Tarnungen, nehmt Kryo mit. Und jetzt kommen wir auch zur letzten Munimod, zum letzten Munimod. Und das ist Hirnfäule. Und da bin ich nochmal gespannt, wie das dann aussieht bei einer großen Zombie-Horde. So, wir haben unsere große Zombie-Horde und werden uns jetzt mal einen Zombie schnappen. Und was macht der? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh ja, jetzt hat er seine Jungs geholt. Guck, jetzt ist er nämlich, wenn der abgelaufen ist, kriegt er nämlich noch Kollegen und die räumen wir noch richtig auf. Okay, also der Mod ist halt wirklich extrem geil. Also... Der macht auf jeden Fall, vor allem in den späten Runden... Okay, jetzt hat er noch eine Abklingzeit. Vor allem in den späten Runden könnt ihr damit halt richtig gut schnell Zombies killen.
Kommen wir jetzt zum Fazit der Munimods. Welchen solltet ihr auf jeden Fall benutzen? Und zwar natürlich Tote Leitung würde ich euch immer empfehlen. Aber das war euch wahrscheinlich schon vornherein klar. Als zweites empfehle ich euch unbedingt Hirnfäulnis. Vor allem, wenn ihr Outbreak spielt und da die verschiedenen Spezialzombies habt. Die Sturmzombies, die Imitatoren. Dann solltet ihr auf jeden Fall Hirnfäulnis nehmen. Und als nächstes empfehle ich euch auf jeden Fall den Kryofrost mitzunehmen, wenn ihr auf Tarnungen grindet, weil dort könnt ihr die Headshots wunderbar machen. Und ansonsten ist er leider nicht so gut, aber für die Tarnung auf jeden Fall zu empfehlen. Danach haben wir noch den Schmetterexplosionsmod. Der ist auch ganz okay, aber jetzt nicht unbedingt mega gut. Dieser ist halt nur gut, wenn ihr ihn auch richtig einsetzt, das heißt in einer großen Zombie-Horde. Deswegen nicht unbedingt immer zu empfehlen, weil manchmal habt ihr nur einzelne Zombies und da ist zum Beispiel Tote Leitung einfach viel besser. Und zu guter Letzt haben wir dann Napalm, den würde ich euch überhaupt nicht empfehlen. Der ist wirklich absolut Schmutz, also bei mir war er zumindest so. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass er noch irgendwie ja besser ist. Natürlich habt ihr hier extra Schaden gegen Mängler, bei Firebase Z vielleicht manchmal ganz hilfreich, aber außerdem würde ich den eigentlich nicht empfehlen. Ja, das war's dann auch schon mit dem Fazit. Ich habe schon mal ein Video zu den ganzen Upgrades allgemein gemacht. Das verlinke ich euch an der Stelle. Das könnt ihr euch gerne noch reinziehen. Und ansonsten bedanke ich mich für den Support in letzter Zeit. Und dann haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal.